Dieses Spiel wird Schluss machen mit den tumpen Deathmatch-Orgien dieser Welt. Denn in Team Fortress 2 machen bis zu 32 Spieler gleichzeitig in zwei Teams Jagd aufeinander. Aber nicht etwa nach irgendwelchen herkömmlichen Ich-schieß-alles-tot-Mustern, sondern mit 12 Charakterklassen spezialisierten Soldaten. Hier sehen Sie zum Beispiel den MG-Schützen. Der hat eine besonders schwere Wumme und kann besonders viel Schaden anrichten, aber er braucht eine Weile, bis er zu feuern beginnen kann. Außerdem freut er sich über die Hilfe des Engineers, der für ihn Sandsäcke ablegt, sodass er zielsicherer wird. Die 20 Spielfelder bieten immer wieder neue Herausforderungen. Hier zum Beispiel angeln wir uns gerade über ein Seil an einen feindlichen Stützpunkt heran. Oder wir sind in der nächsten Szene gerade in einem Landungsboot und haben nur noch wenige Sekunden Zeit, bis es am Strand dann zur Sache geht. Übrigens links im Vordergrund unser Sanitäter, der Getötete aus dem Kampfgebiet schleppen kann und wieder neu beleben. So, und hier geht's los. Wir sind am Strand, rennen auf die Bunkerbefestigungen zu und im Spiel kommt es wirklich auf Teamwork an. Übrigens brauchen Sie nicht unbedingt immer 32 menschliche Spieler, Sie können notfalls auch ganz allein spielen und alle anderen Positionen Gegner wie Verbündete von sogenannten Bots übernehmen lassen. Hier ist ein Nachtszenario gerade im Gange und Sie hören es und sehen die Suchscheinwerfer, es droht ein Fallschirmjägerangriff. Und da sehen Sie auch schon die Schirme herabsegeln. Seinen Hauptreiz bezieht Team Fortress 2 natürlich aus den verschiedenen Teammitgliedern. Da gibt es einen Scout, die normalen Soldaten, den schon gesehen MG-Schützen, Sanitäter, Pioniere, Offiziere, den Kommandanten und auch den Spion. Der schleicht sich in das gegnerische Gebiet ein, kann von den Kontrahenten nicht so einfach entdeckt werden und sorgt für einigen Verdruss im Hinterland. Und noch ein Beispiel, dieser Panzer muss gesprengt werden. Wie macht man das? Indem man auf den Panzer springt, das sehen Sie hier, schnell eine Granate reinwirft und dann abhaut und der Tank ist vernichtet. Es gibt die verschiedensten Missionsziele, darunter Escort-Jobs oder Sie müssen einen Konvoi des Gegners abfangen oder Sie haben eine Minute Zeit, sich in einem Gebäude zu verschanzen. Dann betritt der Trupp des Gegners das Schlachtfeld und wird versuchen, das Gebäude einzunehmen. Die Grafik wurde im Vergleich zu Half-Life deutlich verbessert. Die Polygonanzahl pro Kämpfer hat sich mehr als vervierfacht. Bis zu 3000 Polygone stellen jetzt einen Kämpfer dar. Hier sehen Sie, wie im Schutz einer Rauchgranate Ihr Trupp eben jenes Gebäude, von dem wir gerade gesprochen haben, angreift. Und hier schauen wir jetzt auf die andere Seite. Ein MG-Schütze hat sein Geschütz installiert und erhält Hilfe von einem Kumpanen, vom Sanitäter, der praktisch die Munition ständig nachlädt. Und nochmal zurück zur Grafik. Schauen Sie mal diesen Angriffstrupp hier zu, wie er nach links und rechts feuert. In herkömmlichen Spielen würde man beim Straven einfach die Figur nach links und rechts verschieben. Hier wird das wirklich mit Körperdrehungen gemacht.